Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du willst uns doch helfen, oder nicht? Na also. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Gut, ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Das haben wir schon gemacht. Hoshpak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Junge, die Orks denke, sind tot. Das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Wenn nicht sogar 10 Jahren. Meine Fresse. Die hocken hier in der Burg und alle Orks sind tot. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Du gehörst auch zu diesem Abschaum, der sich selbst Drachenjäger nennt? Eigentlich hätte ich von dir erwartet, dass du mehr Ehre im Leib hast, als dich diesen Leuten anzuschließen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Hab ich schon. Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Ich muss mit dir über Jan reden. Jan? Wer ist das? Ein Drachenjäger. Er ist Schmied. Ah ja, ich erinnere mich. Was ist mit ihm? Er möchte in der Schmiede arbeiten. Kommt nicht in Frage. Er ist keiner von uns und ich traue ihm nicht. Kannst du das mit Jan nicht nochmal überdenken? Nein, mein Entschluss steht fest. Er will nicht. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? Dann kannst du ihm ausrichten... Nein, ich meine Jan. Er ist Drachenjäger, so wie ich. Und ein guter Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde und die Vorräte gehen zur Neige.
Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst dich und deine Drachenjägerkollegen, was? Ihr könnt uns helfen, aber ihr seid einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Okay. Ne, mit Parsival kurz reden. Garond will, dass Jan die Schmiede übernimmt. Wenn das so ist, dann wird er die Schmiede meinetwegen bekommen. Auch wenn ich glaube, dass es ein Fehler ist, diesem Jan zu vertrauen. Penner. Ich bin stärker als jeder einzelne von diesen Scheiß-Paladinen, sogar als Garond. Ich hab da meine eigene Meinung. So, Jan. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Hol deinen Hammer, ja, du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Und jetzt? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hab mir das schon gedacht. Verkaufst du Waffen? Ich würde, wenn ich könnte. Doch zunächst muss ich die Paladine hier in der Burg mit Waffen versorgen. Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Einige wissen gar nicht, wie sie. Bring mir Schmieden bei. Was genau willst du schmieden? Nee. So ist es Enos Wille. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Wenn ich welche hätte, würde ich sie dir verkaufen. Leider habe ich keine. Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. So ist es Enos Wille. Das ist ein bisschen viel. Seine Taten waren gerecht. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Das ist doch alles nur Gerede. Welches Pack? Ihr lumpigen Drachenjäger natürlich. Wer sonst? Aufpassen musst du, sag ich dir. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Das ist wirklich nicht mein Problem. Zufällig weiß ich, wo der ist. So ist es Enos Wille. Da. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Jetzt speichere ich mal kurz. So ist es Enos Wille. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Ich habe so einiges gehört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Man darf halt nicht alles bekommen, was man hat. Moment. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Na gut. Hier hast du ein paar Münzen. Und jetzt erzähl. Wer ist das gewesen? Das hat er wirklich nicht verdient. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen, gib's zu! Von mir hat er das nicht. Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen.